Antwortigeinisch und. Ein Handschlag vom Adi. Und so haben ist das zweite Leinbachers Televisierennen vom amtierenden Schwingerkönig von Kilian Wenger gestartet worden. Fans, wuhu! Los geht's! Leinbacher Ivo, er ist der jüngste von den drei Leinbachers. Eidgenössischer Kranzer, ein Rollfestzeug, sie wird auch auf die Grenze. Hier werden wir schnell und zwölf Kanten angrenzen. Heute Start Nummer 4 wird das zweite Leinbachers Benefici-Rennen absolvieren. Der dreifache Schwingerkönig, Kilchberg-Sieger 02 und Spummensieger 99. 51-fache Kranzfestsieger, 86-fache Kranzer, Schweizer des Jahres 07, der Jörg Abderhalden. Der nächste, der im Start ist, der Anne Mertel. 21-fache Kranzschwinger und Nationalturner. Und dann ist er da in Top-Szenen umgestiegen. Ist dort Olympia-Bronzemedaillengewinner im 02, dann im 06 ebenfalls olympische Bronzemedaille eingeholt. Gesamtweltcup-Sieger, ja, da gäbe es noch Haufen zu Pietzen, Bieri Christoph, der Gast aus der Nordwestschweiz, zweifacher eidgenössischer Kranzer, 12 Kranzfestsieg. Go, 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 Christoph, am Start Brücker Roger. Und go, go! Paradstaat ist der Schwingerkönig 01 von Nio, der Vorher Nöldi, der Gisler Bruno, zweifacher eidgenössischer Kranzer. Er ist hier und auch er ist gestartet und die Fans auch ihn dürfen wir unterstützen. Das ist unser Berner Gast, der Glarner Matthias. Und am Start jetzt, Startnummer 12, der Schwuler Christian, zweifacher eidgenössischer Kranzer, Schlussgang-Teilnehmer vom Unspunnen, 2-11, der Wiggel ist gestartet, der Sempach Matthias, ebenfalls zweifacher eidgenössischer Kranzer, total 62 Kranz, heute da, auf der anspruchsvollen Piste, mit der Fuhrdreck, ebenfalls eingetroffen ist der Stucki Christian. Er hat heute Morgen den ersten Kampf mit seinem Wecker gehabt. Er hat sich, glaube ich, ein bisschen, ja, verpennt. Aber er ist jetzt da, er ist am Start. Go, 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 go! Ja, jetzt hier natürlich. Hier, ja, hier geht es um nichts. Sagen jetzt mal, klar hat man so ein Biss sicher an den Hängen. Aber was haben wir eigentlich für Schuhe gemacht? Ja, 52. Ich bin sehr Leinbacher Benefici-Rennen. Also Femi, die Fans, wir sind gefordert. Gitarre hier! Wir können ausüben. Ich habe mir gesagt, ich will mich einsetzen.
für einen guten Zweck. Ich denke, in den letzten paar Jahren hat sich sehr viel verändert im Schwingensport, sei es mit dem Training, mit der Ernährung. Es ist auch ein Zusammensein, auch wenn es ein guter Anlass für einen guten Zweck. Wie hast du heute den Anlass gefunden? Ja, bis jetzt hat es mir sehr gut gefallen. Es war schon etwas anderes, ein Skirennen zu fahren. Aber ich fühle mich schon wohler auf dem Selbstplatz. Hast du alles gegeben heute auf der Skipiste? Ja, alles ist übertrieben. Also, ich hätte noch mehr können, aber ich wäre nicht völlig rausgeschaut. Aber ja, ich war schon vorbei. Wohl, ich würde das Beste geben. Was sagst du zu dem ganzen Anlass? Ja, super organisiert natürlich. Ist natürlich immer der Applaus, wo man so Sachen mitmachen kann. Der Lauf selber war relativ kurz, aber viel lange zum Umkehren. Bist du einfach umgerollt? Ja, ich muss den Schnitt ein bisschen runterbringen von der Ritze. Du bist auch schon voll in der Vorbereitung für die Saison 2012. Ja, die Vorbereitung fangen wir im November schon an. Und zwischendurch braucht es auch so einen Anlass, wenn sie schon nachher kann. Ja, wir waren als Paar von Bandy und haben auch eine Gemeinschaft. Tour machen, dann war es kein Problem. Aber ja, es ist schön, dass man so mit den Schingenkollegen zusammenkommt, nicht gerade im Sackmann, sondern eben so auf der Ski. Zum Zweiten und 1400 Franken zum Letzten. Bruno, kannst du da vorne kommen, bitte? Applaus, danke vielmals. Ich will natürlich als nationaler Vertreter und vor allem auch als Standesvertreter von Kanton Schweiz hier mein besten und herzlichsten Dank aussprechen. Aussprechen den Dank vor allem an den Leinbachers Brothers. Ich versuche, den drei einmal da vorne zu kommen. So, und jetzt kommen wir noch zum ersten Rang.
26.09 war Strichzeit. Die Person hat eine Zeit von 26.10. Heissen tut sie Tyler Beatrice. Tyler Beatrice, Siegerin vom zweiten Benefiz Leinbacher Skirennen hier im Hochfieber. Einen Applaus, danke! Okay, jetzt hier bleibe ich auf der Bühne. Du mal herzlichen Dank, das ist super gemacht. Hör mich auf, wir wollen aber die Aufschlüssel sein. Die Leinbacher sind natürlich am Herzen. Allen recht herzliches Danke, die an diesem Anlass mitgeholfen haben. Allen Helferinnen und Helfer, Barmeiden, die ich schon den ganzen Tag bediene, die hier uneigennützig arbeiten. Herzlichen Applaus! Die Preise, die wir hier verschenken dürfen. Und wir werden natürlich noch von Leinbacher den Preissponsoren und auch den Geldsponsoren ganz herzlich danken. Und jetzt haben wir es endlich geschafft, wenn wir hier immer so ein Bild hochzubringen. Ich denke, es passt jetzt heute. Als Dank für eure Unterstützung. Und ich Don't worry.